Airbus Helicopters is extremely happy to celebrate after the delivery of 1200 EC-135s, the latest evolution, the T3 P3, together with our customer Ayud Alpine in this perfect environment here. The longer blades, the improved engine power, and the lateral air intake will provide a significant performance increase to our customers, in addition to improved safety margins. Due to the retrofittability of this kit, this will be available not only for Ayud Alpine, but also for all the other customers in the world intending to upgrade their ships. Durchschnittlich pro Jahr 700 Einsätze, im Winter und im Sommer ungefähr die Hälfte. Und, im Winter ist natürlich sehr viel auf den Skipisten, aber auch Lawinen und Eisklettern und allerhandige Sachen. Der große Vorteil aber mit der neuen Maschine, dass wir einfach viel mehr Leistungsreserven haben, nicht? Wir werden versuchen, so weiterzuarbeiten, wie wir bis jetzt gewohnt waren. Wir wollen absolut nicht mehr einladen, aber wir haben dann einfach mehr Zuladung. Und das ist für uns in den Bergen einfach wichtig. Wir müssen auch oft hinauf, 3000, 4000 Meter. Und dann ist es halt schon ein großer Unterschied, ob wir einfach Leistung genug haben. Sehr viele Einsätze geflogen. Wir haben in 10 Jahren 8000 Einsätze geflogen, 4000 Flugstunden. Und die T3, die Differenz ist wirklich toll, einmalig. Leistung ist immer gut, ist Sicherheit und es ist immer schön, wenn man Leistung hat. Wir fliegen immer sehr schwer, weil mit der Rettung hat man meistens 4, 5 Leute mit. Dann hat man viel Ausrüstung, oft auch viel Sprit, weil wir machen oft 1, 2, 3 Einsätze, eins nach dem anderen. Deswegen mehr Leistung ist einfach gut, weil man mit dem gleichen Verbrauch können wir einfach 200 bis 300 Kilo zuladen, und das ist sehr viel. Das ist schon toll. Ich war jetzt auf der Vancouver-Spitze und einfach wie die Maschine schwebt, ist einfach toll. Ja. Dass wir uns Erfahrung sammeln. Aber man ist nie ausgelernt. Bei jedem Einsatz lernt man eigentlich etwas.